Es gibt Menschen, die können auf Umweltsubstanzen allergisch reagieren. Das sind die sogenannten Atopiker. Die allergische Reaktion der Patienten richtet sich gegen ein Eiweiß aus dem Magen-Darm-Trakt der Milben. Hausstaubmilben sind kleine Spinnentierchen, die sich gerne im Hausstaub aufhalten. Die Milben produzieren täglich kleine Kotbällchen, die trocknen, zerfallen zu Staub. Der Staub wird von den Patienten eingeatmet und die allergische Reaktion geht dann gegen das Eiweiß aus diesen Kotbällchen. Häufig bemerken die Patienten gar nicht zu Beginn, dass sie allergisch sind auf Milben. Es kann sein, dass die Patienten morgens mit einer verstopften Nase im Bett aufwachen. Die Beschwerden bessern sich dann im Laufe des Tages. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Patienten nach körperlicher Anstrengung plötzlich Luftnot bekommen. Wir machen am Unterarm bei den Patienten mit Hausstaubmilbenextrakten Pricktestungen. Wenn die positiv angeben, ist für uns die Diagnose bei anamnestischen Angaben klar. Bei Unklarheiten nehmen wir gelegentlich noch ein Röhrli Blut und untersuchen das auf allergische Antikörper gegen Hausstaubmilbenextrakten, um die Diagnose zu stellen. Wichtig ist vor allem, dass sich der Betroffene informiert über Maßnahmen, die zu treffen sind bei einer Hausstaubmilbenallergie. Er hat zum Beispiel die Möglichkeit, bei uns, bei AHA, beim Schweizerischen Zentrum für Allergie, Haut und Asthma, die Broschüre zu bestellen oder herunterzuladen im Internet. Es gibt zwei verschiedene Therapieformen bei einer Hausstaubmilbenallergie. Die eine ist die Allergenvermeidung oder die Kontaktvermeidung zum Allergen. Die wird als erstes angewendet und auch am meisten angewendet. Es gibt verschiedene praktische Tipps. Am wichtigsten ist eigentlich die Sanierung des Bettes. Also, dass die Matratze sowie Kissen und Duvet in einen milbendichten Überzug eingepackt werden. Diese Überzüge nennt man auch in Casing. Da gibt es sehr viele verschiedene Modelle, wo man sich informieren kann, welche einem am angenehmsten sind. Sie sind sehr gut luftdurchlässig und lassen auch Wasser, also den Schweiß, durch, sodass es trotzdem ein angenehmes Schlafen ist. Dann ist es so, dass auch die Bettwäsche wöchentlich bei 60 Grad gewaschen werden muss. Da gibt es verschiedene Modelle von Waschmaschinen, die speziell auch Milbenprogramme enthalten, die dann längere Zeit 60 Grad waschen und auch zusätzlich noch einen Spülgang haben, um alle Milben aus der Wäsche herauszuspülen. Bei den Hausstaubsanierungsmaßnahmen geht es vor allem darum, die Lebensbedingungen für die Hausstaubmilben zu verschlechtern. Das heißt, in den Wohnräumen etwa 19 bis 21 Grad Wärme zu haben und nicht mehr als 50% relative Luftfeuchtigkeit. Dann auch beim Boden ist darauf zu achten, dass keine langflorigen Teppiche in den Wohnräumen sind. Möglichst kurzflorige Teppiche wählen oder Böden wie Parkett oder Novilon, die sehr einfach zu reinigen sind. Auch auf offene Regale, schwere Vorhänge, Pflanzen in den Schlafräumen oder Haustiere im Haushalt ist möglichst zu verzichten. Eine zweite Methode, falls das erste nicht gut anspricht, wäre die medikamentöse Behandlung. Da gibt es die Möglichkeit, mit Augentropfen, Nasenspray oder mit antiasthmatischer Therapie die Beschwerden zu behandeln. In jedem Fall sollten die Patienten die von uns empfohlenen Medikamente regelmäßig einnehmen, bis die Sanierungsmaßnahmen greifen und dann die Medikamente abgesetzt werden können. Wenn die Patienten auch mit dieser Methode nicht sehr zufrieden sind, gibt es noch als dritte Methode, die eher aufwendig ist, die Möglichkeit einer spezifischen Immuntherapie, bei der die Allergene subkutan injiziert werden, über 3 Jahre.